Eigentlich konnte ich mich an Deutschland schon gar nicht mehr richtig erinnern. Ich wusste noch, dass es da Schnee gibt und Jahreszeiten. Und dass unsere Familie da war. Ich meine alle, nicht nur Mama und Papa, sondern alle. Und dass mir das gefallen hat. Aber ich weiß auch noch, dass ich in Deutschland immer Angst hatte. Vor anderen Kindern und vor den Menschen auf der Straße und sogar vor Hunden. Na komm, komm, ich helf dir. In meiner Erinnerung ist Deutschland ein dunkler Ort. Nicht so hell und heiß wie Kenia. Ein Ort mit großen Gebäuden und mit düsteren Zimmern. Deutschland ist unsere Heimat, sagt Papa immer. Ich glaube, er vermisst vor allem seinen Vater. Meinen Großvater. Der durfte keine Nussplätzchen essen, weil er gegen Nüsse allergisch war. Und er mochte die Gedichte von Heinrich Heine so gerne. Vor allem die über Deutschland. Ich weiß auch noch, dass ich in Deutschland zwei Tanten hatte, die ich furchtbar gerne mochte. Tante Käthe war Mamas Schwester. Papas Schwester hieß Liesel. Manchmal helfen die beiden in Großvaters Hotel aus, im Adler, in Sorau. Aber das war in den guten Zeiten, bevor die Nazis kamen. Soll ich Ihnen helfen? Nein, danke. Die Nazis verboten Papa als Rechtsanwalt zu arbeiten und nahmen Großvater das Hotel weg. Irgendwann hatte niemand in unserer Familie mehr Arbeit. Wenn ich meine Eltern fragte, warum das ist, bekam ich immer die gleiche Antwort. Weil wir Juden sind, Regina. Deshalb. Walter, wach auf! Das ist Chinin, das ist gut. Komm, wach auf! Nibikawa! Haraka! Menschenskinder, Walter, wach auf! Mach den Mund auf. Anna, schön, dass ihr kommen konntet bei dem Schnee. Rudolf, kommt rein. Guten
Guten Abend, Frau Redlich. Guten Abend, Johannes. Jetzt geh mal weiter. Du sollst da nicht mehr mit dir. Anna, ich guck's. Hubert, Jürgen, hört auf zu zündeln. Ihr steckt ja noch das ganze Haus an. Ja, ja, Clara. Hier, beiß mal. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Die Neger essen alles so verbrannt. Gar nicht. Oder gleich ganz roh und blutig. Aber Hunde essen die schon. Das weiß ich aus meinem Erdkundebuch. Die essen ja auch Heuschrecken. Da, halt mal. Was willst du denn in Afrika? Du traust dich doch nicht mal, einen Dackel anzufassen. Opa! Was mit Nüssen? Das ist das einzige Gebäck, was ich habe kriegen können, Herr Redlich. Aber Clara. Na, und so viele Nüsse sind ja auch nicht drin. Weil du da niesen musst, gell? Mhm, so ist es. Bei Nüssen muss ich niesen. Jedes verflixte Mal. Das Grüne habe ich geliebt. Walter hatte mir das für die Silvesterfeier bei Weinbergers gekauft, aber irgendwie steht es mir nicht mehr so richtig. Ich find's totschick. Dann nimm's. Bist ein Schatz, Jettel, danke. Käthchen, keine Tränen heute, ja? Na ehrlich, kann ich die tragen? Jetzt steh also deinen Hinternliesel. Frau Redlich. Die Männer mögen's rund. Hier ist dein Brief für Sie? Mich. Clara, das ist was für Sie. Ein bisschen Glitzer tut Ihnen gut. Dankeschön. Was ist? Der ist aus Afrika. Rongai, Kenia, 2. Dezember 1937. Meine geliebte Jettel, ich kann mir denken, in welche Aufregung dich dieser Brief stürzen wird, aber ich bitte dich jetzt stark zu sein. Die jüdische Gemeinde in Nairobi hat sich letzte Woche bereit erklärt, auch die Gebühren für eure Einwanderung zu bezahlen. Nun ist es also, nach 6 Monaten endlich soweit und ich kann Regina und dich hierher nachkommen lassen. Ich beschwöre dich, zögere nicht einen Tag länger, sondern gehe sofort zu Karl Silbermann. Er kann dir mit den Schiffskarten helfen. Sag ihm, dass es ganz egal ist, was es für ein Schiff ist und wie lange es unterwegs ist. Hauptsache, es nimmt euch beide mit. Jettel, was wir hier dringend brauchen, ist ein Eisschrank. Wenn er nicht mehr in unsere beiden Kisten passt, schmeiß dafür das Rosenthal-Geschirr raus. Es ist hier völlig unbedeutend. Und besorge noch ein paar Petromax-Lampen, außerdem Moskitonetze und feste Schuhe für dich und Regina. Versuche auf keinen Fall Bargeld oder Schmuck mitzunehmen. Du weißt, was die Nazis mit Schmugglern machen. Sprich so wenig wie möglich über eure Pläne. Man kann niemandem mehr trauen. Auch nicht den Menschen, die eben noch unsere besten Freunde waren. Ach, Jettel, mein Herz zerspringt bei dem Gedanken, dass ich euch beide vielleicht schon bald in die Arme schließen kann. Und es wird schwer, wenn ich mir vorstelle, wie weh dieser Brief deiner Mutter tun wird. Alter, hör zu. Du hast Malaria. Du musst dieses Chinin hier nehmen. Hörst du, das ist ganz wichtig. Ich muss zurück zur Farm. Owuor wird sich um dich kümmern. Impequinini, Maratatu, Quasiku. Matuna, Arubaini, Maratatu. Wo ist Leva? Na, Leo. Was ist? Wir müssen los. Ich hasse Abschiede. Bahnhöfe kann ich auch nicht leiden. In 1-2 Jahren ist das hier doch alles vorbei. Ihr haltet zusammen, ihr zwei, ja? Versprich mir, dass er das zusammen durchsteht. Einer liebt immer mehr. Das macht so schwierig. Und der mehr liebt, ist verwundbar. Mein Sohn liebt dich. Sehr. Du wirst mir so fehlen, Max.
Sag ihr auf Wiedersehen. Bitte. Tevesa. Nitakulipa akiwa mzima, eh? Sawa. Haya. Kunywa hii, itaondoa moto mwilini mwako. Mzuri sana, Papa. Kennst du schlesisches Himmelreich? Schlesische Fib. Fleisch, Kartoffeln, Speck, gedörrtes Obst, alles zusammengemischt. Sielewi. Lakidi Sielewi. In meinem ersten Leben war ich Anwalt, weißt du? Kikombe. Wie? Kikombe. Kikombe. Kiola dirisha. Kiola. Kiola dirisha. Kikola di... dirisha la kio. Dirisha la kio. Asante kamsa. Owuor, das ist für dich. Wanipa koti lako bwana? Die Koti, das ist eine Robe. Ich war krank und du hast mich gepflegt. Mimi sema sante, Owuor. Ich habe diese Robe in meiner Heimat getragen. Aposikuwa bwana, sondern mit meinem Kopf gearbeitet habe. Na, hapa utaki kuiva tena? Apana. Für eine Robe muss man klug sein. Rongai wewe akili. Mimi apana. Robe. Robe. Nitasema neno hili mara nyingi, ili niweze kuisema vizuri kama wewe. Robe. Asante sana. Sechs Wochen fuhren wir mit ein Passagierdampfer einmal um ganz Afrika. Am 20. April 1938, dem Geburtstag des Führers, kamen wir in Nairobi an. Regina, nimm das mal bitte. Dies ist wirklich. Mr. Morrison, der Besitzer der Rinderfarm, auf der Papa Arbeit gefunden hatte, holt uns ab. Welcome. This way. Thank you.
musste an Schokolade denken und daran, dass Mama mir auf dem Schiff erklärt hatte, dass wir jetzt arm waren. Für arme Kinder gibt es keine Schokolade mehr, hatte sie gesagt. Und ich hatte ihr versprochen, tapfer zu sein. Gari bwana, gari linakuja. Wapi? Pale. Karibu. Karibu memsap kidogo. Kuja kwangu. Karibu rongai. Regina, Regina, mein Mädchen, komm zu mir. Papa, wir sind mit dem Schiff gefahren und waren in England und Marokko und überall am Hafen. Ich habe Delfine gesehen und Mama hat auch mal getanzt. Mr. Redlich, can I talk to you? Walter! The farm needs water. The cattle need more water. Water outside. I told you before, you find water outside. Dig a well, kisima. Abuana, maji, maji. Understand, a well, a well. For the workers, you pay them on Monday. Unless a yeah, like a funya. Dear one. Bloody refugees. Dein Vater hat sich um die ganzen Papiere gekümmert. Die Fluchtsteuer und das ganze Zeug. Wir haben Glück gehabt. In Hamburg haben sie nur eine Kiste aufgemacht. Und da war nichts als Wäsche drin. Max hat mir den Zauberberg für dich mitgegeben. Aber die Bücher waren in der anderen Kiste, Gott sei Dank. Es tut mir leid, Jettel. Ich weiß, es ist nicht das, was du dir erwartet hast. Es ist wunderschön. Aber hier können wir doch nicht leben.
nicht. Die Sachen mit dem Muster nicht. Das brauchen wir nicht alles auspacken. Wir bleiben ja nicht lange hier. Memsa, Sahani, Sahani. Wenn du mit mir reden willst, musst du schon Deutsch lernen. Teller. Vorsichtig. Dir. Sahani. Jettel? Mein Name ist Süsskind. Auch Walter. Aber alle nennen mich Süsskind. Ach so. Walter zeigt Regina gerade die Farm. Sie kommen sicher gleich. Oh. Wollen Sie bei uns Abendessen? Das wäre ganz nett. Ja. Ich habe 4 Stunden Sandpiste hinter mir. Heute Abend werden Sie mich sicher nicht mehr los. Ich habe Zwiebeln mitgebracht. Und Zucker. Und Zigaretten. Vayekadeshoso, kibo shabbat mikol melachto, asher barai Elohim laosot, buruch atadonai Elohinu melech olom, bore pri hagofen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal den Kiddush gehört habe. In meinem bisherigen Leben habe ich Gott nie vermisst. Wenn Sie jeden Tag Chinin nehmen, werden Sie blind. Aber die Malaria? Die kann man immer noch bekämpfen, wenn sie einen erwischt hat. Owuor! Nila Sima und Pudishu am Sabu. Trinken wir auf die Ankunft von Jettel und Regina. Auf unser zweites Leben. Prost. 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 Wie lange sind Sie denn schon weg von zu Hause? Hier ist jetzt mein Zuhause, Jettel. Süsskind war schlau genug, Deutschland schon 33 zu verlassen. Damals war die Ausreise noch einfacher. Du konntest noch dein ganzes Geld mitnehmen, oder? Und vor allem deine Bücher. Und Ihre Frau? Waren Sie nie verheiratet? Nein, war ich nicht. Und warum nicht? Jettel. Ich hatte immer das Pech, mich in Frauen zu verlieben, die bereits vergeben waren. Meine Mutter sagt immer, das mit den Nazis geht nicht mehr lange so weiter. Deutschland ist doch ein Kulturvolk. Das Land von Goethe und Schiller. Papa, ich glaube, ich habe Löwen gehört. Quatschkopf. Hier in der Gegend gibt's keine Löwen. Das waren Affen. Paviane. Aber vielleicht verstellt sich der Löwe ja und spricht mit Absicht so wie ein Affe. Du wirst es in diesem Land auch weit bringen. Du redest jetzt schon wie ein Neger. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitze dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Es hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Dem Schiffer am kleinen Schiffe ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Schlaf gut, mein Engel.
Du hast den Eischrank nicht mitgebracht, oder? Jettel? Nein, hab ich nicht. Wieso nicht? Es war kein Platz mehr in den Kisten. Wir durften ja bloß zwei Kisten. Also dein Geschirr für deine Blümchenmuster, da war Platz, oder was? Außerdem war kein Geld mehr da. Was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? Wenn du es genau wissen willst, ich habe mir das hier gekauft. Bei Wertheim in Breslau. Es hat 45 Mark gekostet und ist wunderschön. Du hast dir ein Abendkleid gekauft? Ja. Was soll's? Doch ihr einer gibt. Seinen Namen gibt. Und den Stempel seiner Persönlichkeit unauslöschlich seiner Zeit aufdrückt. Mensch, dass ich mich über dem seine Stimme mal so freuen würde. Ich kann euch den Kasten da lassen. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen Kontakt zur Außenwelt. Und du? Wiedersehen. Das können wir nicht annehmen. Wiedersehen. Gut, Manana. Aber natürlich kannst du das. Ich habe noch einen. Außerdem habe ich dann wenigstens einen Grund, ab und zu vorbeizukommen und die Batterien aufzuladen. Müssen Sie jetzt fahren? Ich finde, in diesem Land sollten wir auf die Form pfeifen. Und du zueinander sagen. Willst du nicht? Hast du eigentlich ein Gewehr im Haus? Ja, wieso? Jetzt, wo Jettel und Regina da sind. Morrison hat das da gelassen. Viel Glück mit dem Brunnen. Unaona, ule mlima unaitwa Kirinyaga. Ni muhimu sana. Eh? Unaitwa Kirinyaga. Hai, Mamsabdogo, kuja. Kuja, twende. Darf hier nicht mehr weiter. Mama hat gesagt, nur bis zum Rand. Mimi mpishi, hapana kulima. Udongo mkavu sana. Unahitaji maji, maji. Kuja. Maji. Mabwana hawabebi maji, hiyo ni kazi ya mabibi. Owuor, hilf mir! Ngumu sana! Mama Dali!
Deal. Gut. Warum schlachtet Owuor nicht ab und zu eines der Hühner? Das merkt doch kein Mensch. Regina, bitte leg die Puppe weg. Wir dürfen die Hühner nicht essen, Jettel. Das ist mit Morrison so abgemacht. Nur die Eier. Ich halte diesen Fraß nicht aus. Ich brauche auch mal Fleisch. Was sagt Owuor? Owuor, molto. Dio, molto. Moto ukilala, ni lazima tuiangalie. Du musst keine Angst haben, Jettel. Das ist bloß ein ganz normales Buschfeuer. Das kommt nicht bis zum Haus. Wohin willst denn du? Ich packe. Ich will hier weg. Was soll denn das, Jettel? Das ist doch Blödsinn. Ich halte sie nicht mehr aus. Wir müssen es aushalten. Das sagst du immer. Vielleicht hast du ja auch recht. Aber ich will nach Hause. Ich will zur Mutter und zur Käthe und zu Menschen, deren Sprache ich verstehe. Du verdienst keinen Pfennig hier. Wir essen jeden Tag Eier und Maisbrei. Wie sollen wir denn Regina jemals zur Schule schicken? Sie kann doch nicht ihr Leben lang mit Owuor unter einem Baum hocken. Verdammt, wir leben! Ja, wir leben! Und wozu? Um den ganzen Tag auf Regen zu hoffen, damit diese verdammten Rindviecher nicht krepieren, die uns noch nicht mal gehören? Mein Gott, ich fühle mich auch schon wie tot und manchmal wünschte ich, ich wär's! Sag das nie wieder. Wir sind mit dem Leben davongekommen, gerade noch. Was soll das denn schon wieder heißen? Die Nazis haben gestern Nacht überall in Deutschland Synagogen angezündet und jüdische Geschäfte geplündert. Sie haben alles kurz und klein geschlagen. Menschen, Häuser, Läden, alles. Wie willst du das auf dieser gottverdammten Farm erfahren haben? Ich habe heute früh um 15 Schweizer Sender reinbekommen. Papa! Für die Nazis sind wir keine Menschen mehr. Verflucht. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's auch immer kommen sehen. Kapierst du jetzt, dass es keine Rolle spielt, wann und ob Regina lesen lernt? Und Mama? Und Käthe? Und dein Vater? Ich weiß es doch auch nicht! Ich habe ihnen immer gesagt, sie sollen da raus! November 1938. Mein lieber Vater, die Nachrichten, die mich hier über Deutschland erreichen, machen mir die allergrößten Sorgen. Man befürchtet, ein Krieg ist nicht mehr aufzuhalten. Was sagst du dazu? Ach, wenn ich doch nur wüsste, wie es euch ergeht. Würde ich hier nur eine Mark verdienen, ich würde euch sofort nachholen. Siehst du denn gar keinen Weg, Deutschland noch zu verlassen? Ich beschwöre dich. Vater, wie sehr sehne ich mich nach einem Gespräch mit dir. Nach deinem Rat, deiner Anteilnahme. Erst hier in der Fremde wird mir klar, wie reich mich Gott beschenkt hat mit einem Elternhaus wie dem meinen und wie dankbar ich dir bin für alles, was du für mich getan hast. Glaub nicht, dass es rausgeschmissenes Geld war, mich nach Mutters Tod so lange studieren zu lassen. Ich bin sicher, eines Tages wird dein Sohn wieder der Anwalt sein, auf den du immer so stolz warst. Msabdogo, kuja. Kuja, 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 kuja. Come here. Okay.
anakuhitaji, ni mtoto kama wewe. Msa mdogo. Pole, shike. Sinona. Toto. Gigi, das ist toll. Oh mein Gott, stell dich doch nicht so an. Willst du rumlaufen wie Megakind? Das ist mega. Hör mal zu, ich hab nichts gegen die Megakinder. Und ich weiß, es sind auch keine anderen Kinder da, mit denen du sonst spielen könntest. Aber bitte sei vorsichtig. Sie haben Krankheiten und Malaria und Würmer. Und sie sind sehr, sehr schmutzig. Und ich will nicht, dass du dir eine Krankheit einfängst. Ein weißes Kind ist nun mal kein schwarzes Kind. Und versprich mir, dass du nichts isst, was sie dir geben. Du darfst auch niemals in eine ihrer Hütten gehen. So. Jetzt schluck das. Das ist so bitter. Und außerdem werde ich sagen, dass man noch blind. Unfug, jetzt mach den Mund auf. Du, Mama? Hm? Heute Abend wollen sie ein Fest für die Ahnen feiern. Sie wollen ein Lamm schlachten und einen Gai um Regen bitten. Wen? Den Gai, ihren Gott, der auf dem Berg wohnt, den Mount Kenia und den Feigenbaum auch. Aha. Sie werden ihn um Regen bitten, das ist ein großes Fest. Schön und gut, aber du bist ganz sicher nicht dabei. Sie werden einen Gai um Regen bitten, das ist wichtig. Kannst du mir mal sagen, warum du immer alles doppelt und dreifach sagen musst? Machen das die Neger auch so, oder was? Das Gute kann man nicht oft genug sagen. Sagt wer? Alle sagen das. Alle? Das Gute kann man nicht oft genug sagen. Mein Gott, Regina, was soll ich bloß mit dir machen? Weißt du noch die Oma? Was? Na, die hat doch immer gesagt, mach dir ums Reginchen keine Sorgen, die hat's Masel vom Goy. Genau. Das Masel vom Goy. Das hat die Oma immer gesagt. Na also dann brauchst du dir ja keine Sorgen mehr zu machen, Mama. Mein Engel, ich habe solche Angst, dass dir was passiert. Das musst du nicht vermeiden. Hier ist das doch so schön. Toa vai viro no mai sama itu. Ani gene da. Ni da ko te le go go na nya da ro gai. Sai da ga ya gai sai. Sai sa sa ya gai sai. We ba ba wi to. O to amo ke la baba. O to he bura. Na o to he no chia me go da. O na chia na chito na bori na ngo be mu ge sai. Mu ge sai. Mu ge sai. Mu ge sai. Memsabu, wana wameandoka na kitu kikubwa. Haijakufa, lenga tena. Ich kann das nicht. Du siehst doch, dass das nicht geht. Ich wollte doch nur, dass du dein verdammtes Fleisch bekommst.
Apana taka? Apana. Wanasema hawana njaa. Nacht. Du kannst ruhig noch lesen, das Licht stört mich nicht. Dieses Buch habe ich jetzt schon dreimal gelesen. Es ist völlig gleichgültig, ob ich es noch ein viertes Mal lese. Regina! Das mit der Jagd, Walter, ich habe nicht erwartet, dass du das kannst. Ich hätte es auch nicht gekonnt. Du hast doch noch nie im Leben ein Tier getötet. Ich will es aber können, verstehst du? Mach du mich nicht zum Versager, Jettel, das sage ich dir. Tue ich das? Ich habe dich nicht darum gebeten, auf die Jagd zu gehen. Seit ihr hier seid, behandelst du mich wie einen Aussätzigen. Du hast dich aber auch so verändert. Von wegen. Die Wahrheit ist, dass du mich nur unter deinen Rock lässt, wenn ich als Anwalt vor dir stehe. Das ist der Punkt. Hier in der Wüste, unrasiert und verschwitzt, habe ich von dir nichts mehr zu erwarten. Wie du redest. Ja, wie red ich denn, Prinzessin? Ich bin dein Mann, weißt du? Ich darf dir sagen, was ich denke, auch wenn es dir gerade nicht angenehm ist. Weißt du, du hast kein Anrecht auf ein privilegiertes Leben. Bisher haben wir nur Glück gehabt. Also hör auf, das Töchterchen aus gutem Haus zu spielen und kapier endlich, um was es hier geht. Wo gehst du denn hin? In die Kneipe. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Art, wie du mit Owuor umgehst, das erinnert mich an einige Zeitgenossen in Deutschland, mit denen du sicher nicht in einen Topf geworfen werden willst. Habari, kleiner Hund, wo kommst du denn her? Chepoi, Mwawanani? Wahuyo, Ana Kwao, Mbwa wa Mitaani, Anatoka Mabandani. Kuja! Kuja! Der Hund hat kein Zuhause. Darf ich ihn behalten, bitte? Aber du hast doch Angst vor Hunden. Nein, hier nicht. Doch, der gefällt mir. Den behalten wir. Kuja Apa! Wir nennen ihn Rummler, den Kreisleiter aus Leobschütz. Rummler ist ein schönes Wort. Genau. Und wenn wir jeden Tag rum... Eigentlich konnte ich mich an Deutschland schon gar nicht mehr richtig erinnern. Ich wusste noch, dass es da Schnee gibt und Jahreszeiten. Und dass unsere Familie da war. Ich meine alle, nicht nur Mama und Papa, sondern alle. Und dass mir das gefallen hat. Aber ich weiß auch noch, dass ich in Deutschland immer Angst hatte. Vor anderen Kindern und vor den Menschen auf der Straße und sogar vor Hunden. Komm, ich helfe dir. In meiner Erinnerung ist Deutschland ein dunkler Ort. Nicht so hell und heiß wie Kenia. Ein Ort mit großen Gebäuden und mit düsteren Zimmern.
Deutschland ist unsere Heimat, sagt Papa immer. Ich glaube, er vermisst vor allem seinen Vater, meinen Großvater. Der durfte keine Nussplätzchen essen, weil er gegen Nüsse allergisch war. Und er mochte die Gedichte von Heinrich Heine so gerne, vor allem die über Deutschland. Ich weiß auch noch, dass ich in Deutschland zwei Tanten hatte, die ich furchtbar gerne mochte. Tante Käthe war Mamas Schwester, Papas Schwester hieß Liesel. Manchmal helfen die beiden in Großvaters Hotel aus, im Adler, in Sorau. Aber das war in den guten Zeiten, bevor die Nazis kamen. Soll ich Ihnen helfen? Nein, danke. Wir müssen jetzt fahren. Die Nazis verboten Papa als Rechtsanwalt zu arbeiten und nahmen Großvater das Hotel weg. Irgendwann hatte niemand in unserer Familie mehr Arbeit. Wenn ich meine Eltern fragte, warum das ist, bekam ich immer die gleiche Antwort. Weil wir Juden sind, Regina. Deshalb. Alter, wach auf. Das ist Chinin, das ist gut. Komm, wach auf. Nibikawa. Haraka. Menschenskinder, weiter, wach auf. Mach den Mund auf. Anna, schön, dass ihr kommen konntet bei dem Schnee. Rudolf, kommt rein. Guten Abend, Frau Redlich. Namen, Jörg. Geh mal weiter. Du sollst da nicht mehr mit dir. Hubert, Jürgen, hört auf zu zündeln. Er steckt ja noch das ganze Haus an. Ja, ja, Clara. Hier, beiß mal. Daran wirst du dich gewöhnen müssen. Die Neger essen alle so verbrannt. Gar nicht. Oder gleich ganz roh und blutig. Aber Hunde essen die schon. Das weiß ich aus meinem Erdkundebuch. Die essen ja auch Heuschrecken. Da, halt mal. Was willst du denn in Afrika? Du traust dich doch nicht mal, einen Dackel anzufassen. Opa! Was mit Nüssen? Das ist das einzige Gebäck, was ich habe kriegen können, Herr Redl. Aber Clara. Na, und so viele Nüsse sind ja auch nicht drin.
Weil du da niesen musst, gell? Mhm, so ist es. Bei Nüssen muss ich niesen. Jedes verflixte Mal. Das Grüne habe ich geliebt. Walter hatte mir das für die Silvesterfeier bei Weinbergers gekauft, aber irgendwie steht es mir nicht mehr so richtig. Ich find's totschick. Dann nimm's. Bist ein Schatz, Jettel, danke. Tätchen, keine Tränen heute, ja? Na ehrlich, kann ich die tragen? Jetzt steh also deinen Hinternliesel. Frau Redlich. Die Männer mögen's rund. Hier ist dein Brief. Ist der für mich? Klara, das ist was für Sie. Ein bisschen Glitzer tut Ihnen gut. Dankeschön. Was ist? Der ist aus Afrika. Rongai, Kenia, 2. Dezember 1937. Meine geliebte Jettel, ich kann mir denken, in welche Aufregung dich dieser Brief stürzen wird, aber ich bitte dich jetzt stark zu sein. Die jüdische Gemeinde in Nairobi hat sich letzte Woche bereit erklärt, auch die Gebühren für eure Einwanderung zu bezahlen. Nun ist es also, nach 6 Monaten endlich soweit und ich kann Regina und dich hierher nachkommen lassen. Ich beschwöre dich, zögere nicht einen Tag länger, sondern gehe sofort zu Karl Silbermann. Er kann dir mit den Schiffskarten helfen. Sag ihm, dass es ganz egal ist, was es für ein Schiff ist und wie lange es unterwegs ist. Hauptsache, es nimmt euch beide mit. Jettel, was wir hier dringend brauchen, ist ein Eisschrank. Wenn er nicht mehr in unsere beiden Kisten passt, schmeißt dafür das Rosenthal-Geschirr raus. Es ist hier völlig unbedeutend. Und besorge noch ein paar Petromax-Lampen, außerdem Moskitonetze und feste Schuhe für dich und Regina. Versuche auf keinen Fall Bargeld oder Schmuck mitzunehmen. Du weißt, was die Nazis mit Schmugglern machen. Sprich so wenig wie möglich über eure Pläne. Man kann niemandem mehr trauen. Auch nicht den Menschen, die eben noch unsere besten Freunde waren. Ach, Jettel, mein Herz zerspringt bei dem Gedanken, dass ich euch beide vielleicht schon bald in die Arme schließen kann. Und es wird schwer, wenn ich mir vorstelle, wie weh dieser Brief deiner Mutter tun wird. Alter, hör zu. Du hast Malaria. Du musst dieses Chinin hier nehmen. Hörst du, das ist ganz wichtig. Ich muss zurück zur Farm. Owuor wird sich um dich kümmern. Impecuinini maratatu, quasiku. Matuna arubaini maratatu. Wei, Leber? Na, Leo. Was ist? Wir müssen los. Ich hasse Abschiede. Bahnhöfe kann ich auch nicht leiden. In 1-2 Jahren ist das hier doch alles vorbei. Ihr haltet zusammen, ihr zwei, ja? Versprich mir, dass er das zusammen durchsteht. Einer liebt immer mehr. Das macht so schwierig. Und der mehr liebt, ist verwundbar. Mein Sohn liebt dich. Sehr. Du wirst mir so fehlen, Max. Sag ihr auf Wiedersehen. Bitte.
Besser, besser. Takulipa akiwa mzima, eh? Sawa. Haya. Kunywa hii, utaondoa moto mwilini mwako. Ah, mzuri sana, baba. Kennst du schlesisches Himmelreich? Schlesische Film. Fleisch, Kartoffeln, Speck, gedörrtes Obst, alles zusammengemischt. Sielewi. Lakini Sielewi. In meinem ersten Leben war ich Anwalt, weißt du? Kikombe. Wie? Kikombe. Kikombe. Kiola dirisha. Kiola. Kiola dirisha. Kikola di... Dirisha la kio. Dirisha la kio. Asante kabisa. Owuor, das ist für dich. Wanipa koti lako bwana? Die Koti, das ist eine Robe. Ich war krank und du hast mich gepflegt. Mimi sema sante, Owuor. Ich habe diese Robe in meiner Heimat getragen. Aposikuwa bwana, sondern mit meinem Kopf gearbeitet habe. Na, hapa utaki kuivaa tena? Apana. Für eine Robe muss man klug sein. Rongai wewe akili. Mimi apana. Robe. Robe. Nitasema neno hili mara nyingi, ili niweze kuisema vizuri kama wewe. Robe. Asante sana. Sechs Wochen fuhren wir mit ein Passagierdampfer einmal um ganz Afrika. Am 20. April 1938, dem Geburtstag des Führers, kamen wir in Nairobi an. Regina, nimm das mal bitte. Das ist wirklich. Mr. Morrison, der Besitzer der Rinderfarm, auf der Papa Arbeit gefunden hatte, holt uns ab. Welcome. This way. Ich musste an Schokolade denken und daran, dass Mama mir auf dem Schiff erklärt hatte, dass wir jetzt arm waren. Für arme Kinder gibt es keine Schokolade mehr, hatte sie gesagt. Und ich hatte ihr versprochen, tapfer zu sein. Wewe kijana, kuja hapa, kuja hapa! Kwa nini nombe eba kufa? Sita, maiti! Shida kubwa kweli. Lazima uchimbe kisima. Ndio. Kisima.
Gari buana, gari linakuja. Wapi? Pale. Karibu. Karibu Memsap kidogo. Kuja kwangu. Karibu Rongai. Regina, Regina, mein Mädchen, komm zu mir. Papa, wir sind mit dem Schiff gefahren und waren in England und Marokko und überall am Hafen. Ich habe Delfine gesehen und Mama hat auch mal getanzt. Mr. Redlich, can I talk to you? Walter! The farm needs water. The cattle need more water. Water outside. I told you before, you find water outside. Dig a well, kisima. Abuana, maji, maji. Understand, a well. For the workers, you pay them on Monday. Unless a yeye like a fanya. Dear one. Bloody refugees. Dein Vater hat sich um die ganzen Papiere gekümmert. Die Fluchtsteuer und das ganze Zeug. Wir haben Glück gehabt. In Hamburg haben sie nur eine Kiste aufgemacht. Und da war nichts als Wäsche drin. Max hat mir den Zauberberg für dich mitgegeben. Aber die Bücher waren in der anderen Kiste, Gott sei Dank. Es tut mir leid, Jettel. Ich weiß, es ist nicht das, was du dir erwartet hast. Es ist wunderschön. Aber hier können wir doch nicht leben. Das nicht. Die Sachen mit dem Muster nicht. Das brauchen wir nicht alles auspacken. Wir bleiben ja nicht lange hier. Memsab, Sahani, Sahani. Wenn du mit mir reden willst, musst du schon Deutsch lernen. Teller. Vorsichtig. Dir. Sahani.
Jettel? Mein Name ist Süsskind. Auch Walter. Aber alle nennen mich Süsskind. Ach so. Walter zeigt Regina gerade die Farm. Sie kommen sicher gleich. Boah. Wollen Sie bei uns Abendessen? Das wäre ganz nett. Ja. Ich habe 4 Stunden Sandpiste hinter mir. Heute Abend werden Sie mich sicher nicht mehr los. Ich habe Zwiebeln mitgebracht. Und Zucker. Und Zigaretten. Vayekadeshoso, kibo shabat mikol melachto, asher barai Elohim laosot, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגופן. Danke. Danke. Gut Schabbes. Gut Schabbes. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal den Kiddush gehört habe. In meinem bisherigen Leben habe ich Gott nie vermisst. Wenn Sie jeden Tag Chinin nehmen, werden Sie blind. Aber die Malaria? Die kann man immer noch bekämpfen, wenn Sie einen erwischt hat. Owuor! Nila Sima und Pudisha beim Sabu. Trinken wir auf die Ankunft von Jettel und Regina. Auf unser zweites Leben. Prost. 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 Wie lange sind Sie denn schon weg von zu Hause? Hier ist jetzt mein Zuhause, Jettel. Süsskind war schlau genug, Deutschland schon 33 zu verlassen. Damals war die Ausreise noch einfacher. Du konntest noch dein ganzes Geld mitnehmen, oder? Und vor allem deine Bücher. Und Ihre Frau? Waren Sie nie verheiratet? Nein, war ich nicht. Und warum nicht? Jettel. Ich hatte immer das Pech, mich in Frauen zu verlieben, die bereits vergeben waren. Meine Mutter sagt immer, das mit den Nazis geht nicht mehr lange so weiter. Deutschland ist doch ein Kulturvolk. Das Land von Goethe und Schiller. Papa, ich glaube, ich habe Löwen gehört. Quatschkopf. Hier in der Gegend gibt's keine Löwen. Das waren Affen. Paviane. Aber vielleicht verstellt sich der Löwe ja und spricht mit Absicht so wie ein Affe. Du wirst es in diesem Land auch weit bringen. Du redest jetzt schon wie ein Neger. Die Luft ist kühl und es dunkelt und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein. Die schönste Jungfrau sitzt dort oben, wunderbar. Ihr goldenes Geschmeide blitzet, sie kämmt ihr goldenes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Es hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Dem Schiffer am kleinen Schiff ergreift es mit wildem Weh. Er schaut nicht die Felsenriffe, er schaut nur hinauf in die Höhe. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Schlaf gut, mein Engel. Du hast den Neuschrank nicht mitgebracht, oder? Jettel? Nein, hab ich nicht. Wieso nicht? Es war kein Platz mehr in den Kisten. Wir durften ja bloß zwei Kisten. Also dein Geschirr für deine Blümchenmuster, da war Platz, oder was? Außerdem war kein Geld mehr da. Was hast du mit dem ganzen Geld gemacht? Wenn du es genau wissen willst, ich habe mir das hier gekauft. Bei Wertheim in Breslau. Es hat 45 Mark gekostet und ist wunderschön. Du hast dir ein Abendkleid gekauft? Ja. Oh,
seinem Namen gibt und den Stempel seiner Persönlichkeit unauslöschlich seiner Zeit aufdrückt. Mensch, dass ich mich über dem seine Stimme mal so freuen würde. Ich kann euch den Kasten da lassen. Dann habt ihr wenigstens ein bisschen Kontakt zur Außenwelt. Und du? Wiedersehen. Das können wir nicht annehmen. Wiedersehen. Gut, Manana. Aber natürlich kannst du das. Ich hab noch einen. Außerdem habe ich dann wenigstens einen Grund, ab und zu vorbeizukommen und die Batterien aufzuladen. Müssen Sie jetzt fahren? Ich finde, in diesem Land sollten wir auf die Form pfeifen. Und du zueinander sagen. Willst du nicht? Hast du eigentlich ein Gewehr im Haus? Ja, wieso? Jetzt, wo Jettel und Regina da sind. Wir müssen alles da gelassen. Viel Glück mit dem Brunnen. Unaona, ule mlima unaitwa Kirinyaga. Ni muhimu sana. Eh? Unaitwa Kirinyaga. Hai, Mamsabdogo, kuja. Kuja, twende. Darf hier nicht mehr weiter. Mama hat gesagt, nur bis zum Rand. Na kulima. Udongo mkavu sana. Unahitaji maji, maji. Kuja. Maji. Baby maji, hiyo ni kazi ya mabibi. Owuor, hilf mir! Ngumu sana! Asante sana.
Warum schlachtet Owuor nicht ab und zu eines der Hühner? Das merkt doch kein Mensch. Regina, bitte leg die Puppe weg. Wir dürfen die Hühner nicht essen, Jettel. Das ist mit Morrison so abgemacht. Nur die Eier. Ich halte diesen Fraß nicht aus. Ich brauche auch mal Fleisch. Was sagt Owuor? Owuor, Moto. Dio, Moto. Moto ukilala, ni lazima tuiangalie. Du musst keine Angst haben, Jettel. Das ist bloß ein ganz normales Buschfeuer. Das kommt nicht bis zum Haus. Wohin willst denn du? Ich packe! Ich will hier weg! Was soll denn das, Jettel? Das ist doch Blödsinn! Ich halte sie nicht mehr aus! Wir müssen es aushalten! Das sagst du immer. Vielleicht hast du ja auch recht. Aber ich will nach Hause. Ich will zur Mutter und zur Käthe und zu Menschen, deren Sprache ich verstehe. Du verdienst keinen Pfennig hier. Wir essen jeden Tag Eier und Maisbrei. Wie sollen wir denn Regina jemals zur Schule schicken? Sie kann doch nicht ihr Leben lang mit Owuor unter einem Baum hocken! Verdammt, wir leben! Ja, wir leben! Und wozu? Um den ganzen Tag auf Regen zu hoffen, damit diese verdammten Rindviecher nicht krepieren, die uns noch nicht mal gehören? Mein Gott, ich fühle mich auch schon wie tot und manchmal wünschte ich, ich wär's! Sag das nie wieder. Wir sind mit dem Leben davongekommen, gerade noch. Was soll das denn schon wieder heißen? Die Nazis haben gestern Nacht überall in Deutschland Synagogen angezündet und jüdische Geschäfte geplündert. Sie haben alles kurz und klein geschlagen. Menschen, Häuser, Läden, alles. Wie willst du das auf dieser gottverdammten Farm erfahren haben? Ich habe heute früh um 5 den Schweizer Sender reinbekommen. Papa! Für die Nazis sind wir keine Menschen mehr. Verflucht. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's auch immer kommen sehen. Kapierst du jetzt, dass es keine Rolle spielt, wann und ob Regina lesen lernt? Und Mama? Und Käthe? Und dein Vater? Ich weiß es doch auch nicht! Ich habe ihnen immer gesagt, sie sollen da raus! November 1938. Mein lieber Vater, die Nachrichten, die mich hier über Deutschland erreichen, machen mir die allergrößten Sorgen. Man befürchtet, ein Krieg ist nicht mehr aufzuhalten. Was sagst du dazu? Ach, wenn ich doch nur wüsste, wie es euch ergeht. Würde ich hier nur eine Mark verdienen, ich würde euch sofort nachholen. Siehst du denn gar keinen Weg, Deutschland noch zu verlassen? Ich beschwöre dich. Vater, wie sehr sehne ich mich nach einem Gespräch mit dir. Nach deinem Rat, deiner Anteilnahme. Erst hier in der Fremde wird mir klar, wie reich mich Gott beschenkt hat mit einem Elternhaus wie dem meinen. Und wie dankbar ich dir bin für alles, was du für mich getan hast. Glaub nicht, dass es rausgeschmissenes Geld war, mich nach Mutters Tod so lange studieren zu lassen. Ich bin sicher, eines Tages wird dein Sohn wieder der Anwalt sein, auf den du immer so stolz warst. Mem Sabdogo, kuja! Kuja, 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 kuja! Anakuhitaji, ni mtoto kama wewe. Mem Sabdogo. Kanyita, kanyita. Kanyita. Pole pole, shike. Sinona. Toto.
stell dich doch nicht so an. Willst du rumlaufen wie ein Negerkind? Das ist mir egal. Hör mal zu, ich hab nichts gegen die Negerkinder. Und ich weiß, es sind auch keine anderen Kinder da, mit denen du sonst spielen könntest. Aber bitte sei vorsichtig. Sie haben Krankheiten und Malaria und Würmer. Und sie sind sehr, sehr schmutzig. Und ich will nicht, dass du dir eine Krankheit einfängst. Ein weißes Kind ist nun mal kein schwarzes Kind. Und versprich mir, dass du nichts isst, was sie dir geben. Du darfst auch niemals in eine ihrer Hütten gehen. So. Jetzt schluck das. Das ist so bitter. Und außerdem werde ich dann davon noch blind. Unfug, jetzt mach den Mund auf. Du, Mama? Hm? Heute Abend wollen sie ein Fest für die Ahnen feiern. Sie wollen ein Lamm schlachten und einen Gai um Regen bitten. Wen? Den Gai, ihren Gott, der auf dem Berg wohnt, den Mount Kenia und den Feigenbaum auch. Aha. Sie werden ihn um Regen bitten, das ist ein großes Fest. Schön und gut, aber du bist ganz sicher nicht dabei. Sie werden einen Gai um Regen bitten, das ist wichtig. Kannst du mir mal sagen, warum du immer alles doppelt und dreifach sagen musst? Machen das die Neger auch so, oder was? Das Gute kann man nicht oft genug sagen. Sagt wer? Alle sagen das. Alle? Das Gute kann man nicht oft genug sagen. Mein Gott, Regina, was soll ich bloß mit dir machen? Weißt du noch die Oma? Was? Na, die hat doch immer gesagt, mach dir ums Reginchen keine Sorgen, die hat's Muzzle vom Goy. Genau. Das Muzzle vom Goy. Das hat die Oma immer gesagt. Na also dann brauchst du dir ja keine Sorgen mehr zu machen, Mama. Mein Engel, ich habe solche Angst, dass dir was passiert. Das musst du nicht vermeiden. Hier ist es doch so schön. Otoa I don't know my family too. And you get it down. The dark country, they go, Gornanya, that was guy. Sai, where Baba we took? Otoa Mokira Baba. Oto have Bura. Now to have your Chiana go down. On a Chiana Chitona Borina Nobe, Mugazai. Mugazai. Hey, Jakupa, lenga tena. Ich kann das nicht. Du siehst doch, dass das nicht geht. Ich wollte doch nur, dass du dein verdammtes Fleisch bekommst. Wow, Apana Taka. Apana. Wanasema hawana nja. Noch lesen, das Licht stört mich nicht. Dieses Buch habe ich jetzt schon dreimal gelesen. Es ist völlig gleichgültig, ob ich es noch ein viertes Mal lese. Regina,
Das mit der Jagd, Walter, ich habe nicht erwartet, dass du das kannst. Ich hätte es auch nicht gekonnt. Du hast doch noch nie im Leben ein Tier getötet. Ich will's aber können, verstehst du? Mach du mich nicht zum Versager, Jettel, das sage ich dir. Tu ich das? Ich habe dich nicht darum gebeten, auf die Jagd zu gehen. Seit ihr hier seid, behandelst du mich wie einen Aussätzigen. Du hast dich aber auch so verändert. Von wegen. Die Wahrheit ist, dass du mich nur unter deinen Rock lässt, wenn ich als Anwalt vor dir stehe. Das ist der Punkt. Hier in der Wüste, unrasiert und verschwitzt, habe ich von dir nichts mehr zu erwarten. Wie du redest. Ja, wie red ich denn, Prinzessin? Ich bin dein Mann, weißt du? Ich darf dir sagen, was ich denke, auch wenn es dir gerade nicht angenehm ist. Weißt du, du hast kein Anrecht auf ein privilegiertes Leben. Bisher haben wir nur Glück gehabt. Also hör auf, das Töchterchen aus gutem Haus zu spielen und kapier endlich, um was es hier geht. Wo gehst du denn hin? In die Kneipe. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Art, wie du mit Owuor umgehst, das erinnert mich an einige Zeitgenossen in Deutschland, bei denen du sicher nicht in einen Topf geworfen werden willst. Habari, kleiner Hund, wo kommst du denn her? Chepoi, mbwa nani? Mbwa huyo ana kwao. Ni mbwa wa mitaani, anatoka mabandani. Kuja. Kuja. Der Hund hat kein Zuhause. Darf ich ihn behalten, bitte? Aber du hast doch Angst vor Hunden. Nein, hier nicht. Doch, der gefällt mir. Den behalten wir. Kuja Apa. Wir nennen ihn Rummler. Den Kreisleiter aus Leobschütz. Rummler ist ein schönes Wort. Genau. Und wenn wir jeden Tag Rummler, du Mistkerl, rufen und uns freuen, dass uns niemand verhaften kommt. Mr. Redlich, I have to arrest you. We're at war. Süsskind! Was bedeutet das? Mensch, Walter, hört ihr kein Radio? Der Krieg ist ausgebrochen. Wir werden alle interniert. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich Jettel und Regina allein auf der Farm lasse. Mach dir keine Sorgen. Die Engländer sind zuverlässig. Mr. Alle Redlich, Frauen und Kinder werden noch heute nach Nairobi gebracht. Sag mir, dass ich keine Angst haben muss. Jettel, ich gebe dir mein Ehrenwort. Alles wird gut werden. Toki Harper. Walter. Owuor! Fall in der Hauer! Die Opfer, die der Feine hier. Regina! Den auch mitnehmen? Nein, nur eins. Entweder den Bären oder die Puppe. Asante. Hier, let me help you. Vergessen Sie Ihren Ausweis nicht. Sprechen Sie Deutsch? Ja.
Meine Mutter ist deutsch. Usilie na msabdogo. Nitawafuata popote pale. Haraka iwezekanavyo. Kweli? Kweli kabisa. Nitakukamatia wewe mtoto mpya. Nein, ich will kein neues Toto. Sikachunga vizuri. Mama angechunga vizuri zaidi. Mimi si mama mzuri kwa mtoto wa papa. Una akili sana mama mdogo. Owuor! Na kuangalia vitu vyetu. Haya. Kwaheri Owuor. Kwaheri Roja. Einmal waren wir keine Flüchtlinge mehr, sondern feindliche Ausländer. Wir wussten selber nicht genau, warum die Engländer uns einsperren wollten. Wir waren zwar Deutsche und England war mit Deutschland im Krieg, aber schließlich waren wir auch Juden und somit willkommen auf Hitlers Seite. This way. This is your room. Stay here till dinner. Do you understand? Verstehen Sie das? Nein. Wahrscheinlich wussten die nicht, wohin mit uns. Das ist bestimmt am Plattenparty. Was ist denn das? Boah, sie nicht was Englisches. Ich auch. Isn't this a little exaggerated? These enemy aliens. These are our standards, sir, and the management is not willing to compromise. We're at war. Even then, at war. Mein Gott, das erinnert mich an bessere Zeiten. Am Ende müssen wir das alles noch selber zahlen. Der Chefkoch war früher auf dem Luxusdampfer unterwegs. Der kann ja nicht anders. Ich hab einen Hunger. This is Lufta. Peace. Nein, nice peace. Danke. What's wrong with this lady? Chicken. Chicken is over there, mate. In Breslau waren wir so oft unterwegs. Ständig war irgendein Abendessen oder eine Gesellschaft. Ich kann Ihnen sagen, das war so ein schönes Leben. Naja, vor der Emigration war jeder Dackel ein Bernardiner. Fertig? Danke. Komm gleich. Heute hat gesagt, dass du spätestens drei Wochen wieder auf der Fahrt dabei. Ich kann mir das aufschreiben, wenn sie so nicht geschehen. Eine Message für Ihren Mann? Es ist das Gefühl, alleine zu sein. Zu spüren, dass man sich eigentlich nicht viel zu sagen hat. Nichts miteinander teilt, außer
miteinander verbrachte Zeit, ein Kind vielleicht. Und diese Erkenntnis ist schmerzhaft. Verstehst du, was ich meine? Naja. Allein sein ist eine Sache. Damit kenne ich mich aus. Aber mit einer Frau wie Jette, so eine schöne Frau, die ist so fröhlich und lebendig. Vielleicht gibst du ihr keine echte Chance. Daheim in Leobschütz hat unser Leben funktioniert. Jeder hatte seine Rolle zu spielen. Na, siehst du. Sie will die Realität nicht wahrhaben, verstehst du? Aber ich will eine erwachsene Frau, mit der ich reden kann. Ich muss doch auch mit allem fertig werden. Mein Vater und Liesel. Halt doch endlich mal die Schnauze da hinten. Manchmal denke ich, wir sind wie zwei Pakete. Fest verschnürt liegen wir nebeneinander in einem Zug, der uns zu einer unbekannten Adresse bringt. Wir reisen eine weite Strecke miteinander, aber was in dem anderen drin ist, wissen wir nicht. Du machst dir zu viel Gedanken. Vielleicht. Schlaf gut. Nach einigen Wochen wollten uns die Hotelbesitzer dringend wieder loswerden. Jeden Tag wanderten wir mit unseren Müttern von einem Schattenplatz zum nächsten und überlegten uns, was es am Abend wohl zu essen geben würde. Wenn wir wenigstens ein paar Stunden draußen bummeln könnten. Hier drin wird man ja wahnsinnig. Oh. Wenn ich einen Mann im Lager hätte, ich würde für seine Freilassung kämpfen, anstatt hier tatenlos rumzusitzen und zu jammern. Ja, Sie sind lustig. Wie soll man denn das machen? Warte, du kleiner Fresssack, du. Ihr seid doch alle jüdisch. Warum schreibt ihr nicht einfach einen Brief an eure Gemeinde da in Nairobi? Die Juden haben doch was zu sagen hier, oder? Wäre ja das erste Mal. Kann denn jemand von uns Englisch? Ich schon. Es war nicht schwer für die jüdische Gemeinde, den Engländern klarzumachen, dass nicht alle Deutschen in diesem Krieg auf Hitlers Seite standen. Zwei Wochen später durften wir die Männer im Internierungslager besuchen. In ihren khakifarbenen Uniformen konnten wir unsere gefangenen Väter kaum von den englischen Soldaten unterscheiden. Was denn für ein Brief? Einen richtigen Brief, damit wir dich besuchen dürfen. Du hast einen Brief an die Engländer geschrieben? Nicht ich, alle Frauen zusammen. Vielleicht kommen wir sogar bald wieder nach Rongai. Was haben sie denn mit dir gemacht? Du warst doch todunglücklich in Rongai. Wollt ihr was trinken? Alle wollen wieder zurück auf ihre Farm. Ach so? Musst du das mal. Wir können nicht mehr nach Rongai zurück. Was? Morrison hat mir gekündigt, wegen dem Krieg. Er will kein Anime-Alien auf seiner Farm beschäftigen. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass ich im Moment keine Arbeit habe und wir kein Zuhause. Auf jeden Fall werden wir irgendwann unsere Sachen von der Farm holen müssen. Hm? Vielleicht wartet er ja immer noch auf uns, weil er doch denkt, dass wir wiederkommen. Vielleicht trifft Papa Owuor ja dann. Dann bringt er ihn dann hierher mit. Bestimmt. Bestimmt. I have to see what time she finishes. Good morning. I need a special permission. Yes, good morning, madam. Would you be so kind as to give me your name first, please? Special permission. I said your name, please. Sir, if I may be of any assistance, I speak a little German.
Carry on, Sergeant. Kann ich Ihnen vielleicht helfen, Mrs. Ridley? Ja, bitte, danke. Ich brauche eine Special Permission. Ich muss für ein paar Stunden das Hotel verlassen. Ich brauche die Erlaubnis, Herrn Edward Rubens, das ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Nairobi, zu besuchen. Ich muss ihn ganz dringend sprechen, bitte. Maria, please help yourself, Miss Ridley. Mein Mann und ich, we have been 36 for the Olympics in Berlin. Mein erstes Mal in Deutschland. My God, we were naive. Uns selbst ging es nicht anders, Frau Ruben. Wir haben bis zum bitteren Ende daran geglaubt, dass unsere, nope. Nein, danke. Dass unsere zivilisierten Freunde Hitler stoppen würden. Freunde? Nonsens. Es gab nie Freundschaft zwischen Deutschen und Juden. Ach, das sehe ich ganz anders, mein Mann und ich. Wo sind Sie jetzt? Wo waren Ihre Freunde in 38? Aber hätte es Hitler nicht gegeben. Hitler hat den Antisemitismus nicht erfunden. Sweetheart, I don't think Mrs. Redlich came here to discuss politics with you. What is she here for then? Oder Frau Redlich. Wie können wir helfen, mein dear? Mr. Morrison, der Besitzer von unserer Farm in Rongai, möchte keine Deutschen, keine Enemy Aliens mehr beschäftigen. Aber wenn wir keine Arbeit haben, kann Walter das Lager nicht verlassen und wir wissen nicht, wie wir an neue Anstellungen kommen sollen. Deshalb möchte ich Sie bitten, uns noch einmal zu helfen. Wir werden alles tun, um eine Farm gut zu führen. Oh, for heaven's sake, Mrs. Redlich, deshalb kommen Sie zu mir? Glauben Sie, Sie sind die Einzige, die unter diesem blödsinnigen Krieg leidet? Glauben Sie, nur weil wir Sie in dieses Land gelassen haben, sind wir für Sie verantwortlich? Sie sind am Leben, Sie sind hier? Mein Gott, machen Sie was draus. Eddie. I'm sorry, I can't help you. Wir haben Verwandte in Europa, in Polen. Mein Mann hat seit Monaten nichts mehr von Ihnen gehört. Es tut mir sehr leid. Well, good luck, my dear. Oh, please, take these biscuits for your little girl. Danke. Wiedersehen. Wiedersehen. Was machen Sie denn hier? Ihr Ausflug, war er erfolgreich? Maybe I can do something for you. Wieso? Was meinen Sie? Sie suchen einen Job für Ihren Mann auf einer Farm. Ich habe einen Freund hier bei der Armee. Er braucht jemanden. Ich könnte mit ihm sprechen. Das wäre aber sehr nett von ihm. You're very beautiful, Mrs. Redlich. Yesterday, today, zum Kuckuck, was heißt denn jetzt schon wieder morgen? Oh Mensch, Jettel, tomorrow. Tomorrow heißt das, vielleicht kannst du das jetzt mal merken. Tomorrow, 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 so wie Irene in Kenia. Na siehste, geht da. Where have you been? I've been to London to see the Queen. Pussycat, what did you say? I caught a little mouse under the chair. Ach Mensch, Regina. Rita. Wie hast du das nur hingekriegt? Was habe ich denn hingekriegt? My daddy is back! My daddy is back from prison!
Hey, kommst du da runter? Du bist ja noch heiß. Das ist der schönste Platz der Welt. Süsskind, ich habe Angst. Angst? Wovor? Dieser Platz hier ist noch weiter entfernt von deiner Farm als Bungay. Du wirst uns nur ganz selten besuchen können. Um euch zu sehen, fahre ich auch 20 Meilen mehr. Versprochen. Ich werde öfter kommen, als dir lieb ist. Auf jeden Fall sind wir nicht Surisana. Surisana mit dem Saab? Geht's dir gut? Mhm. Ich bin dein Buana und ich befehle dir. Na was, Buana? Sieh deine Bluse aus. Bist du mich so gut, oder was? Du bekommst auch dafür ein gebratenes Huhn. Und jetzt musst du den Weg da runterlaufen. Wie eine Afrikanerin. Und? Hast du mich vermisst in einem Hotel? Au, was soll denn das? Na, etwa Walter. Walter Redlich. Wanampia. Utahitaji msaada wangu. Nimeishi hapa miaka 40. Nakubali msaada wako. Bwana Gibson amekufa? Hapana. Bwana Gibson ana wakati. Yuko shishini Royal Army. Amesema nyongoze shamba lake. Yonyeshi la kufanya. Wewe sio Mwingereza bwana? Hapana. Sikucha hapa kupata chiri. Nimekucha kwa sababu nimekimbia chini kwangu. Nchi gani? Ujerumani. Bali sana toka hapa. Huku kuna vita. Kiibiwa dume lako, litachinjwa, na kukaangwa, na kuliwa. Hapo, unayasa kusahau. Lakini, mtu akikuibia inji yako, haipotei. Unayasa kuitembelea, ili uwezi kusahau. Danji Juani ni Mhindi na ni fundi mzuri. Na hasa kukujengea nyumba. Danji Juani, utapata mahindi, kuni, chupa pili masiva, na shilingi 10 na bili kwa mbezi. Shilingi 10 na bili si mingi. Sibishani, Danji. Kama uwezi, atafanya mungine. Hao watu wapana weza jengea wewe nyumba? Nitawafundisha. Bwana, Kanya ni ndugu yangu, anaweza kufagia.
Kann hier einer Wesa Pia Kupika? Wir brauchen einen Koch, keinen Zimmerfeger. Abana. Kein ja? Sie haben Pichi. Kein ja? Anna, ist er kupfer, die Abjumba. Kamau, aber ist er kupfer, die Abjumba. Umba Gani? Atuna Umba. Take it or leave it. Come on, take it. No, no, come on, watch it. Hey, Kalisana. Hey, talk. Nehme kucha kuchu kua barua. Ungis hast du dir gebaut? Mail for my daddy. There is no mail from your family. Yes, mail, sehr. Take it. Barua ist eine Stempel hier, Sina Husuni. Ne tampa buana barua hii. Vizuri. Wewe rafiki yake. So rau den 2. Oktober 1940. Mein lieber Sohn. Wie wunderbar zu hören, dass ihr es mit eurer zweiten Farm recht gut getroffen habt. An Auswanderung ist für uns nicht mehr zu denken. Hitler wird in allernächster Zeit die Grenzen schließen. Außerdem haben wir nichts mehr, was wir zu Geld machen könnten. Man spricht davon, dass die Juden in Ghettos gebracht werden sollen. Falls das passiert, werde ich Greschek bitten, dir sofort unsere neue Anschrift zukommen zu lassen. Walter, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Angst. Angst. Um Liesel vor allem, aber auch um mein eigenes Leben. Wir fühlen uns in unserem alten Deutschland wie auf einer einsamen Insel. Es gibt kaum mehr jemanden, der es noch wagt, mit uns zu sprechen. Es ist grauenvoll. Mein Sohn, ich schicke dir in diesem Brief einen Beutel Rosensamen, wie du es wolltest. Mögen diese Samen in der afrikanischen Erde aufgehen und Jettel dir und meiner kleinen Regina Freude bringen. Ich denke immer an euch, dein Vater. Silikuwa na safari ndefu sana. Ndio, safari ndefu. Ich möchte, dass wir Regina bald für die Schule anmelden. 5 Pfund im Monat, das geht doch gerade. Ja, wenn Süsskind das nächste Mal nach Nakuru fährt, dann soll er sich erkundigen, wie man das macht. Umejifunza kupika. Mekusafu kidogo. Umejapata. Mama amepata mpishi mpya ujororo. Ndiyo, hatuna mpishi. Umetuaje? Na umetupataje? Rumla anakuwa mzuri. Amenionyesha njia. Ongeza unga. Santa. Huyu ni mvulana na huyu ni mshana. Wamepoteza nia mzituni. Wanaogopa sana. Usiku mzio ni hatari sana. Huyu ni malaika, anaishi mbinguni. Nini hii? Mabawa yake yako huko kwenye mbinguni. Je, umeshaona malaika? Hapana. Malaika haonekani. Mababu pia haonekani. Ndiyo, malaika anatulinda tukiwa hatarini. Mimi ni malaika, nafukuza mapepo. Kuja hapa. Toto.
Utakaboru disita guatela mtoto. Hapana, nitarudi karibuni, nikizoni. Mavuno ya mahindi nitakuba hapa tena. Hapa kuna shimo bado. Hapa kwamba utarudi tena. Na hapa. Kila kitu huwa. Alright. Ready? Let's go. Mmsaf. Twende nyumbani. May this year be another year of success and prosperity. And may we never forget that we must be grateful for being able to learn and study during this time of war and struggle against the German aggressor. Will the Jewish pupils now move to the sides, please, so that we can say together the Lord's Prayer. Wir sind Jewish. Wir sind raustreten, hat er gesagt. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Ich habe schnell kapiert, was es heißt, ein Außenseiter zu sein. In der Nakura School mussten die jüdischen Kinder nicht mitbeten und am Freitag durften wir essen, was wir wollten. Auf dem Sportplatz fiel manchmal aus heiterem Himmel eine Schlange auf die Wiese. Es waren die Raubvögel, die unterwegs ihre Beute verloren. Ich war froh, dass ich Inge hatte. Sie mochte auch keinen Sport, jedenfalls nicht die blöden Spiele von den Engländern. Merkwürdig, wie manche Worte hier an Bedeutung verlieren. Zum Beispiel Steuererklärung oder Straßenbahn. Ich frage mich manchmal, für was ich mich morgens eigentlich noch anziehen soll. Ich könnte genauso gut in einem Sack rumlaufen. Den Leuten hier wäre das egal. Mir nicht. Findest du mich noch attraktiv? Du hast durchaus deine großartigen Momente. Hast du in Norfolk jemanden kennengelernt? Findest du, dass Menschen ein Leben lang zusammenbleiben sollten?
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist das so ein Schwachsinn, den wir von unseren zivilisierten Vorfahren eingeredet bekommen haben. Wenn du die Wahl hättest, würdest du dann gehen? Ich frage mich manchmal, ob es noch eine andere, eine glücklichere Variante meines Lebens geben könnte, weißt du? Wenn ich irgendwann irgendetwas anders entschieden hätte oder so. Jetzt hör mir mal zu. Ich will, dass wir das hier zusammen hinkriegen. Ich will das schaffen mit dir. Du bist meine Frau, ich liebe dich. Ich vermisse sie alle so. Meine Mutter, Käthe. Es tut mir so weh. So, you're the little Jewish girl, are you? I beg your pardon? Yes, sir. I'm Jewish. Tell me something, Regina. Are you really so damn smart? Or is it that you simply can't stand not being top of your class? Pardon? I'm asking you why you're learning so well. Because we have no money. Where's your school crest? Is it some kind of Jewish habit to talk about money all the time? I don't know. My father's salary is £6 a month. The school costs £5. Oh, so you know all the details. My father told me. Did he indeed? My father tells me everything. He also told me you must not waste our money. So, what did your father do in Germany? He used to wear a black coat in court, but on the farm he doesn't need it anymore. Do you like it in Kenya? Yes, I like Africa and I love Owuor very much. Who's Owuor then? Our cook. He walked all the way from Rongai to Aljero Orok to live with us with our dog Rumla, Owuor Salu. All the others on the farm are Pokot, except Daiji Divan, he's Indian, and us, of course. We are German, but no Nazis. So, your parents will be very pleased to see your report card and to read your first-class essays. They can, sir, but I will translate everything into German for them. All right, then, I suppose you may go now. Enjoy your holidays. Thank you very much, sir. Here's a book for you, Regina. You may take it with you if you like. Charles Dickens' Stories of Children. Thought they might appeal to you. Thank you. Look in there. Sap kidogo. Habari Owuor. Salama mama. Wapi mama na baba? Wako nyumbani. Sawa. Wanakungoja kwa hamu. Leo tutakupikia kuma. Bend low, O dusky night, and give my spirit rest. Hold me to your deep breast, and put old cares to flight. Give back the lost delight that once my soul possessed, when love was loveliest, bend low, O dusky night.
Vipi? Nzuri sio Jogona? Huwezi kusema na usiku. Ni kweli. Huwezi kusema na usiku. Lakini mama huyo anafikiri usiku na masikio. Ni vizuri kufanya muziki na maneno. Baba yako ana akili sana. Hata nazima na ngurumo na radio. Akisema na mababu ni kitu tofauti kabisa. Toa nguo yako, itachafuka. Sitoa nguo yangu. Mimi si mtoto mdogo tena. Wewe mjenga kama utachafua blausi ya shule. Mimi si mtoto mdogo tena. Nawezi tena kuona kifua changu. Kifua chako si tofauti na wanawake wengine kijijini. Asa, kifua cha mzungu ni tofauti na Afrika. Natonyeshi. Shule za wazungu zafundisha upuuzi mingi. Je, mzungu kama wewe upanda mitini? Ndio. Lakini bila kuchafua nguo ya shule. Meine Lieben, wir sind sehr aufgeregt. Morgen müssen wir nach Polen zur Arbeit. Vergesst uns nicht, Mutter und Käthe. Was bedeutet das? Sie durften nicht mehr schreiben. Nur 20 Worte. Eins haben sie verschenkt. Hizi si siku nzuri kama Memsab kidogo anarudi shuleni. Vielleicht wollen Sie versuchen, über Polen auszureisen. Vielleicht haben Sie da eine Möglichkeit gefunden. Jetzt mach doch endlich was weiter, bitte! Rede mit mir! Deine Mutter wollte, dass du es weißt, sonst hätte sie dir nicht geschrieben. Polen bedeutet Tod. Nee! Soll ich dir was sagen? Ich beneide dich darum, dass du diesen Brief bekommen hast. Die Gewissheit, die du jetzt haben kannst. Ich frage mich jeden Tag, wie es meinem Vater geht. Wo er ist? Wo meine Schwester ist? Jeder Tag bringt den deutschen Truppen im Osten neue Niederlagen. Die deutschen Menschenverluste sind nicht minder bezeichnend. Die Zahl der Toten und der Gefangenen auf deutscher Seite seit dem Beginn der russischen Winteroffensive geht schon über 400.000 hinaus. Ni nini? Huyu mama anahitaji msaada wako. Nataka kufa leo. Na familia yake inamwacha nje? Sisi watachukua mwili wake usiku. Kimani, siwezi kukubali. Mimi nimemsapu hapa.
Nataka murudishi mama ndani. Nyumba sio nzuri tena, mama akifa ndani. Ni vigumu sana kwa familia kurudisha hali nzuri. Ni ghali sana kwa familia. Hata hivyo, na umuru. Mama sabu ukiondoka tu, watarudisha mwili tena nje. Mama anataka kufa nje. Hii ni mila. Vizuri mamsa. Mama yangu hafi pekee, mababu wako naye. Hana uoga. Du darfst sofort alle Tage erzählen. Sie nennen es Unternehmen J, die Umstrukturierung der in Kenia stationierten Streitkräfte. Und Sie nennen wirklich auch Deutsche? Jüdische Männer in deinem Alter haben gute Aussichten. Man unterstellt ihnen kaum mehr, auf Seiten Hitlers zu stehen. Du darfst natürlich kein Narr sein und ihnen erzählen, dass du auf deiner Farm erstickst und einen Tapetenwechsel brauchst. Sie wollen von dir hören, dass du auf Seiten der Alliierten stehst. Du hast kaum erwarten kannst, für die richtige Sache zu kämpfen. Und Jettel? Es gibt Möglichkeiten, sie in Nairobi unterzubringen. Ich kann nicht glauben, dass ich in diesem Krieg noch mal die Gelegenheit bekomme. Was ist mit dir? Das ist nicht mein Krieg. Deutschland hat mit mir nichts mehr zu tun. Ich werde nicht mit dir nach Nairobi gehen. Sondern? Ich bleib hier mit Owuor. Ich hab's mir genau überlegt. Mein Entschluss steht fest. Sei doch vernünftig. Es ist zu gefährlich hier für dich alleine. Du kannst Owuor ja das Gewehr hier lassen. Die ganzen letzten Jahre hast du nach den Fleischtöpfen Ägyptens gejammert. Erst wolltest du zurück nach Deutschland, dann nach Rongai. Du wolltest nie dahin, wo wir gerade waren. Und jetzt willst du hier nicht weg. Ich hab keine Angst mehr. Auch nicht davor, hier allein zu sein. In Nairobi wirst du endlich wieder unter Leuten. Weißt du, du gehst vor, ich folg dir nach. Ich will das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dir das erlauben kann, wenn dir hier was zustößt. Ich glaube, du bist derjenige, der auf sich aufpassen muss. Sie schicken Männer nach Burma. Zum ersten Mal seit Jahren habe ich das Gefühl, dass ich gefragt werde, ob ich etwas für meine Überzeugung tun will. Ich kann ja nicht länger rumsitzen. Ich fühle mich so nutzlos. Das verstehe ich. Dann komm mit nach Nairobi, bitte. Ich bleib hier mit Owuor. Masiki huni hapa, unakuwa wapi? Nakwenda kuona mabibi na watoto wangu. Karibu na ziwa, karibu na Kisumu. Hawakuni sana. Wanaelewa siwezi kuacha Memsabu peke yake. Lakini mke wako anakaa Afrika daima. Ah, hiyo ni tofauti.
Wazungu wana shida wa Afrika hapana. Una watoto wangapi sasa? Nina watoto sita na mabibi watatu. Mabibi watatu? Kazi kubwa kuwatembelea. Na waletea pesa zangu. Si nyingi. Shilingi 12 si nyingi. Zinatosha, wana mashamba zao za mahindi na maharagwe na pia samaki kutoka ziwani. Wanakuheshimu? Wananiheshimu. Mimi nafanya kazi nyumbani kwa bwana. Nakuheshimu sana, Owuor. Sijui tungefanya nini bila wewe. Tafadhali, unaweza kunisaidia? Memsa, mimi mpishi, si kinyozi. Tafadhali, siwezi kata peke yangu. Aya. Und, dein Maisfeldern, geht's gut? Dem Mais? Ja, dem geht's gut. Hast du Lust auf einen Ausflug? Ja, große Lust. Dann warte ich draußen auf dich. Schön, dass du da bist. Schön. Die Alliierten sind in den letzten Tagen mit mehr als 300.000 Mann an der Küste von Frankreich gelandet. Danke. Und? Ist es gut oder schlecht? Schlecht für Hitler, also gut, würde ich sagen. Ist dir das egal, was in Deutschland passiert? Und dir? Was ist? Mach das nicht mit mir. Was mache ich denn? Komm, in 2 Stunden wird's dunkel. Futter rum, dann kommt der Futter, 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 dann kommt der Futter.